bestes Wacken ever. Ich finde es schon ganz geil. Auf jeden Fall sehr gut, auch wie das von 2019. Ziemlich cool, ja. Extrem gut. Also das erste Mal, dass ich hier bin. Das war sehr geil. Hat sehr viel Spaß. Heute Abend saufen wir mal richtig ein. Ist großartig. Endlich wieder hier zu sein, ist wirklich absolut fantastisch. Und wir sind wahnsinnig traurig, dass es so schnell schon wieder vorbei ist. Super, es ist eine mega geile Stimmung. Man hat viele verschiedene Sachen, die man halt ausprobieren kann, machen kann. Nicht nur Musik hören. Ja, mega geil. Ja, ich muss sagen, es ist tatsächlich dieses Jahr mein erstes Mal Wacken. Und die Eindrücke, die ich hier erleben durfte und auch mit den Leuten, die wir hier sind, das ist einfach ein wunderschönes Erlebnis. Wie lang war eure Anreise? Wie lange sind wir gefahren? 7,5? Genau, wir sind um 7 Uhr losgefahren, 7.30 Uhr. Um 8 Uhr waren wir dann in Leverkusen Mitte und hier sind wir angekommen, 16, 17 Uhr. Auch für uns war es relativ kurz, wir kommen aus Hamburg. Stunde, dann treffen wir uns, weil wir aus allen Teilen, also hier im Camp kommen wir aus allen Teilen von Deutschland. Deswegen, wir treffen uns dann kurz vorher, fahren dann weiter, ich glaube, eine Stunde Weiterfahrt und dann waren wir eigentlich hier schon auf dem Camp. Nee, ich komme aus Düsseldorf. Das ist ja ein bisschen weiter weg. Ich bin auch schon am Samstag angereist, weil meine Tante, die wohnt hier in der Nähe. Ja, schon ziemlich lang, 10 Stunden, sowas so ungefähr, von Augsburg. Also geplant war eigentlich 2,5 Stunden. Ich glaube, wir sind in 4,5 hier gewesen. Ich glaube, einen kleinen... 3,5 Stunden. Eigentlich wird es auf 4. War ein kleiner Stau zwischendurch. So ungefähr 6-7 Stunden, würde ich sagen. Wir kommen aus Koblenz. Die drei wichtigsten Dinge, die man dabei haben sollte. Boah, drei wichtigste Dinge. Auf jeden Fall generell eigentlich immer irgendwas Hutmäßiges, dass man die Sonne, die macht einen fertig. Bier ist ganz wichtig und auch noch irgendwas Alkoholfreies, weil wenn man nur Alkohol trinkt, dann dreht man irgendwann durch. Das funktioniert gar nicht. Wir haben dieses Jahr das erste Mal eine eigene Dusche. Auch wenn natürlich Duschzelt da sind, ist schon ganz geil, aber wir haben mittlerweile eine eigene und das ist schon echt wahnsinnig toll. Ansonsten Blasenpflaster und Bier. Auf jeden Fall nicht nur Bier, sondern mehr Alkohol. Was ich sehr empfehlen kann, ist morgens Elotrans. Das holt einen richtig wieder hoch. Und wenn es mal kälter wird, auch mal eine dickere Decke, würde ich sagen. Scheiß aus Papier, Kippen und Alkohol und Essen. Und Zelt natürlich. Ist ja egal. Ja, definitiv das Zelt, Bier und Essen. Bier? Bändchen und Zeit. Ja, Zelt, dann ja, Schlafsack und Feldbett. Feuerzeug auf jeden Fall. Schlafmöglichkeit wäre ganz praktisch und irgendwas, um Schatten zu spenden. Bier, die Zeltstangen und den Schlafsack. Definitiv ein Kasten Bier, ein Kasten Wasser, auch sehr, sehr wichtig. Und ja. Eigentlich Sonnencreme oder so, um sich zu schützen, weil wenn die Sonne knallt, ist es ziemlich beschissen, mit Sonnenbrand dann herumzulaufen. Habt ihr auch irgendwas vergessen? Nee, tatsächlich ausnahmsweise mal nicht. Wir haben es geschafft. Ich persönlich zum Glück nicht. Ein Handtuch und Shampoo. Vielleicht nächstes Mal noch mal ein bisschen mehr Essen mitbringen, aber... Ja, vielleicht eine lange Hose. Pavillon hätten wir mitnehmen müssen. Den haben wir jetzt nicht mit dabei, aber haben uns im Auto jetzt Schatten gesucht. Eine Musikbox fehlt uns. Ja. Dein Lieblingsessen auf Wacken? Oh, mein Lieblingsessen. Also das Chili con Hirsch war geil, aber generell im Camp Dosenravioli, mehr geht nicht. Das geht immer. Bavarenspieße! Käsespätzle. Käsespätzle an jedem Stand. Das ist überall geil. Was mir am besten schmeckt, ist glaube ich das Knoblauch. Das Knoblauch, das geht immer. Das holt einen auch wieder gut hoch. Ja, den dänischen Hotdog. Der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Ich habe eine super leckere Falafel gegessen. Hier. Ansonsten gegrilltes Zeugs, Würstchen. Bier. Ja, auf jeden Fall die Fleischspieße, die waren schon ganz geil. Pommes. Die Churros, die waren bisher am besten. Mega geil, dass es so viele vegane Möglichkeiten gibt, weil das ist, ich lebe vegan und das ist halt praktisch, damit man nicht sich selbst mal was zu essen mitbringen muss.